Das Meer und die Sonne haben ein Unternehmen im südfranzösischen Toulon zu Kugeln inspiriert, die Trinkwasser aus Meerwasser gewinnen und alle Arten von Wasser aufbereiten können. Sie funktionieren autonom und ohne CO2-Ausstoß, dank des natürlichen Phänomens der solaren Destillation. Man leitet das ungenießbare Wasser auf die obere Ebene in der Kugel. Die Kugel wird von der Sonneneinstrahlung erhitzt. Alle im Wasser befindlichen Unreinheiten werden auf diesem Tableau innerhalb der Kugel eingefangen, während das reine Wasser an den Kugelwänden nach unten rinnt, wo man das Trinkwasser entnehmen kann. Weltweit haben Millionen Menschen keinen lebensrettenden Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Hygienediensten. Das europäische Helio-Projekt will das ändern. Wir alle brauchen Wasser zum Leben. Ein Mensch braucht 2 Liter pro Tag zum Überleben. Diese Kugel kann Wasser für 5 Personen herstellen. Das sind 10 Liter pro Tag. Helio hat ein Budget von 800.000 Euro, das zur Hälfte von der EU-Kohäsionspolitik und zur anderen Hälfte vom französischen Unternehmen MarineTech stammt. Es gibt zahlreiche Wasserentsalzungssysteme auf dem Markt. Helio zeichnet sich durch die Verwendung wiederverwertbarer und widerstandsfähiger Materialien und durch seine völlige Autonomie aus. Der Aspekt der Nachhaltigkeit hat Enrique Encinas überzeugt, der es in Spanien und Lateinamerika vermarkten will. Die Kugeln haben ein super futuristisches Design, sehr modular. Sie können als Anlage konfiguriert werden, um die tägliche Wasserproduktion auf die benötigte Menge zu erhöhen. Eine Kugel wiegt zwischen 80 und 100 Kilo. Sie kann in 2 Stunden zusammengebaut und mit 2 Personen auch schnell wieder abgebaut werden. Heliokugeln werden weltweit verkauft. Einzelne Module oder ganze Anlagen gibt es bereits in Oman, Tahiti und bald auch in Madagaskar. Dort hat der Unternehmer Gilles Nolib 20 Module erworben. 5 davon werden in einer Schule im Süden des Landes installiert. Wir werden im Rahmen dieses Projekts 25 Modulen spenden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Im Süden Madagaskars besteht ein absolut dringender Bedarf an Wasser, das für die Trinkwasserversorgung, die Ernährung und auch für die Hygiene von entscheidender Bedeutung ist. Ich hoffe, dass wir das Leben der Menschen dort verbessern können, die derzeit unter einer schweren Hungerkrise leiden. 2010 haben die Vereinten Nationen das Menschenrecht auf eine Wasser- und Sanitärversorgung anerkannt.